Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Ich höre dich, du Spack, ich hab nur dich an. Alexa, schalt das Studio an. Auch wenn die Hater sich immer drüber lustig machen. Ich persönlich finde spirituelle Kraft ziemlich wichtig. Spezifisch dann, wenn man mit so viel asozialer Menschheit zu tun hat. Achtung, Spiritualität hat nichts mit, oder spirituelle Kraft hat nichts mit irgendwelchen Glauben an Götter oder Dämonen zu tun. Nur mal so am Rande. Zumindest nicht in dem Sinne, wie ich sie verstehe. Alexa, schalt das Studio aus. Gewichtssinn für den Arsch. Mir wäre es ehrlich gesagt lieb, wenn ich gar nicht beleidigt werden würde, auch wenn ich nicht Geburtstag habe. Wenn ihr euch gerade wundert, ich lese gerade etwas, was mich gerade sehr betrifft. Also, was mir gerade sehr an die Nieren geht. Habe ich gerade eine Mail gekriegt. Alter. Ich möchte mal kurz anmerken, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, du elende Versager, und mir schreibt, ahahahaha, du heulst an deinem Geburtstag. Keine Freude, hast keine Freunde, nur Hass. Du Hurensohn, hast es nicht anders verdient. Stirb doch einfach, keiner mag dich. Darf ich anmerken, was das für ein erbärmliches, asoziales, bescheuertes, dummes, kindisches, hurensohnartig, ähnlich bizarres, arschlochmäßiges, unmenschliches Verhalten ist? Alter, wie kommt man auf die Idee, so eine Mail zu verfassen? Wie kommt man auf die Idee, einem anderen stirb doch einfach zu schreiben? Das würde ich nicht mal diesen asozialen wünschen, die bei mir vor der Haustür stehen. Geschweige denn ihnen sagen. Gut. Wenn ich im Zorn bin vielleicht, aber nicht einfach so, um mir zu sagen, Kindergarten, Ich wünsche keinem ernsthaft den Tod, schon gleich gar nicht sowas in so einem Zusammenhang. Ganz ehrlich, Junge, du hast definitiv Probleme. Such dir eine psychiatrische Klinik und lass dich die nächsten 30.000 Jahre behandeln. Wahrscheinlich reicht es zwar nicht, aber definitiv solltest du dir helfen lassen. Und wenn du es dir finanziell nicht leisten kannst, dann schau, das geht mit Sicherheit auch über die Kasse. Ey, was ist denn das für ein asozial abgefucktes Verhalten, Alter? Wer hat denn dich erzogen? Was ist mit deinen Eltern schiefgelaufen? Hat Mami dich zu hart rangenommen oder was? Oder hat Papi dich zu oft genommen? Was ist das für ein asozial beknacktes Verhalten, einem anderen Menschen so einen Satz zu schreiben? Außerdem habe ich nicht wegen den Hatern geheult, sondern ich habe gerade ein paar Tränen der Trauer vergossen, weil ich gerade mir eine E-Mail durchgelesen habe, die mich extrem berührt hat, weil ich das extrem krass fand, was in dieser Mail stand. Und du kommst mir mit so einem asozialen Verhalten daher. Was bist denn du für ein absolut asozialer Mensch? Jemanden wie dich kann man nicht mal Mensch nennen, nicht mal Tier. Selbst Tiere haben ein besseres Verhalten als du. Das kann man nicht mehr. Ganz ehrlich, nicht einmal die schlechteste Erziehung ist eine Rechtfertigung für so ein asoziales Verhalten. Ihr kommt hierher, ihr belästigt mich, ihr baut Scheiße, ihr schreit rum, belästigt damit nicht nur mich, sondern tausende andere Leute, macht nur Scheiße, wenn ich im Stream bin, ihr versucht mich mit allen Mitteln fertig zu machen, mit allen Mitteln anzugreifen, mich mit allen Mitteln kalt zu machen. Und was ist? Ich bin immer noch hier und ich werde immer hier bleiben. Ihr werdet mich in 100 Milliarden Jahren nicht besiegen, um es übertrieben auszusagen. Und du willst mir was erzählen von wegen, bring dich doch um oder warte, wie war die genaue Aussage? Stirb doch. Alter, was ist denn das für ein asoziales Verhalten? Ich weiß nicht. Irgendwas ist mit dir falsch. Du hast irgendeinen psychischen Schaden. Irgendein Gefäß in deinem Gehirn ist geplatzt. Wahrscheinlich, als du irgendwie mal als Kind vom Wickel durchgefallen bist. Irgendwas, was deinen Anstand hätte eigentlich ausmachen sollen. Muss irgendwo in deinem Gehirn geplatzt sein. Irgendein Äderchen oder irgendetwas. Auf jeden Fall, ganz sauber bist du nicht. Und das gilt für alle, die hierher kommen, die hier Scheiße bauen. Ob sie im Internet irgendwelche Hater-Kommentare oder Hater-Scheiße schreiben, ob sie zu mir kommen oder irgendwelche andere Scheiße hier bauen und andere Leute belästigen oder mich belästigen. Das ist total asozial. Nein, wisst ihr was? Das ist nicht mehr asozial. Das ist schon weit mehr.
Dafür bräuchte man schon ein stärkeres Wort als asozial. Also, ganz ehrlich, Junge, was ist mit deinem Leben falsch, Junge? Was ist mit deinem Leben falsch, du asoziales Arschloch? Ihr habt doch echt nicht alle Waffen an der Latte. Ganz ehrlich. Sucht euch Hilfe, Leute. Ohne Scheiß, alle, die sowas lustig finden, sollten sich echt einmal psychisch untersuchen lassen. Weil das ist definitiv vieles, aber lustig nicht. Oder ich habe absolut kein Verständnis dafür, was lustig ist. Alexa, schalt das Studio an. Du bist mega, Drache. Wieso bin ich mega? Ich hab nur einen gesunden Menschenverstand, das ist alles. Und ich bin vernünftig erzogen worden. Mit mir selbst brauche ich kein Mitleid zu haben, weil ich kein asozialer Mensch bin, der im Internet Anerkennung sucht und dafür alles tut, um andere Leute dazu zu bringen, dass sie ihm nach dem Mund reden oder dass er genauso das Gleiche macht, wie die anderen es machen. Du solltest lieber vielleicht Mitleid mit dir selbst haben. Du tust nur das, was andere vormachen. Du stehst absolut nicht als Individuum da, sondern du stehst einfach nur als ein Teil einer Gruppe da, als ein Teil der Massen. Und das tut mir echt leid für einen Menschen wie dich. Ich bin individuell, ich bin was Besonderes und das werde ich immer bleiben. Allein durch die Tatsache, dass ich nie aufgeben werde. Allein durch die Tatsache, dass ich hier bin, hier alleine. Und ihr lacht mich drüber aus, dass ich alleine bin. Und wenn ich alleine bin, weiter? Ich bin trotzdem eine individuelle Person und das werde ich immer bleiben. Du bist nur ein Teil einer Masse. Du bewegst dich in der Masse, du bist mit der Masse unterwegs. Und das wird sich nie ändern, wenn du nichts änderst. Ohne Scheiß. Menschen wie du sollten ernsthaft über ihr Leben nachdenken, anstatt sich über Leute lustig zu machen, die ihren eigenen Weg suchen, finden und gehen. Du bist nur zu feige, deinen eigenen Weg zu suchen, weil du könntest straucheln und fallen. Und ich bin schon 100 Mal gefallen, 1000 Mal, 1000 000 Mal. Aber der Unterschied zwischen dir und mir ist, wenn ich falle, richte ich mich wieder auf oder fange den Sturz ab. Eins von beiden. Und ich schaffe beides. Und ich werde immer weiter meinen Weg gehen. Und das empfehle ich auch jeden anderen Menschen, der gemobbt wird, oder jeden anderen Menschen, der einfach nicht Teil der Masse sein will. Ihr solltet immer Individuum sein. Immer ein Individuum. Niemals Teil der Klasse. Niemals Teil der Masse. Immer ein Individuum bleiben. Wenn ihr natürlich mit Freunden was unternehmt oder wenn ihr was mit Freunden zusammen macht, ist natürlich okay, dürft ihr ja machen. Sagt ja keiner was. Oder wenn ihr eine Ansicht irgendwo teilt. Aber wenn ihr eine Ansicht irgendwo teilt und dabei andere zu Schaden kommen, dann solltet ihr ernsthaft darüber nachdenken, ob ihr das für euch als Individuum nachvollziehen könnt. Wenn ich mich zum Beispiel morgen umbringen würde, nur als Beispiel, mache ich natürlich nicht, aber wenn ich mich morgen umbringen würde und alle, die jetzt haten, wären ein Teil dieser Masse, wären alle mit Schuld. Jeder Einzelne, der mich verarscht hat, der mich beleidigt hat, der vor meiner Haustür stand, der hier immer wieder neu auf irgendeine Art und Weise versucht, mich zu reizen, zu provozieren, ob mit Kommentare, ob mit YouTube-Videos, ob mit Likes, egal was, völlig scheißegal. Solange ihr ein Teil dieser Masse seid, seid ihr als Individuum mitverantwortlich für diese Scheiße. Auch wenn ihr vermutlich dafür nie geahndet werdet, müsst ihr das mit euch selbst individuell ausmachen. Ihr müsst mit eurem eigenen Gewissen ausmachen, ob das überhaupt möglich ist, ob ihr überhaupt in der Lage seid, mit eurem Gewissen das zu vereinbaren und danach hinterher zu sagen, okay, ja, der hat sich umgebracht, ich bin mit Schuld, komme ich mit klar, ist kein Thema. Oder ob, ja, der hat sich umgebracht, scheiße, ich bin mit Schuld, ich hätte was ändern können. Ich hätte, vielleicht bist du das Individuum, vielleicht bist du die eine Person, die das Zünglein an der Waage ist. Vielleicht bist genau du die Person, die hinterher alles ändern kann. Genau so musst du denken. Ihr nennt mich arrogant, weil ich immer hier sitze und so, oh ja, ich bin's. Leute, und wenn ich so hier sitze und ja, ich bin's, scheißegal, ich kann arrogant sein, denn ich bin für mich arrogant. Ich bin nicht für andere arrogant. Ich halte nicht von mir irgendwie, ich bin Gott und jetzt müssen alle nach meiner Pfeife tanzen, sondern ich tanze nach meiner eigenen Pfeife. Ja, und ich tanze nicht nach der Pfeife von irgendjemand anderen. Und genau deswegen bin ich arrogant. Nicht weil ich das tue oder andere befehlige, sondern weil ich für mich selbst so bin. Und nur für mich selbst. Meine Arroganz hat auf andere keinen Einfluss. Zumindest nicht so weit, wie ich es ändern kann. Ich würde niemals, wenn ich irgendwas ändern kann, ich würde niemals dafür sorgen, dass andere Leute wegen mir leiden. Durch mein Handeln leiden, sollte man vor allem dazu sagen. Solche Leute wird es immer geben. Wann merkst du das mal? Wann lernst du das mal? Damit klarzukommen. Du bist an einer Situation komplett alleine schuld. Du bist an einer Situation komplett alleine schuld. Und machst es nur schlimmer. Du gibst anderen Leuten die Schuld für dein Fehlverhalten.
Wann merkst du das? Nein, ich gebe anderen Leuten nicht die Schuld für mein Fehlverhalten. Mein Fehlverhalten war, dass ich Leute im Internet beleidigt habe, die mich beleidigt haben. Okay? Von mir aus, wenn du das als Fehlverhalten bedeuten willst. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, nicht, ob real oder ob im Internet, ob verbal oder auf irgendeine andere Art und Weise, ich habe noch nie einen anderen Menschen angegriffen, ohne selbst provoziert worden zu sein. Noch nie, mein ganzes Leben lang nicht. Und das werde ich auch nie tun. Und mir so eine E-Mail zu schreiben, ist schon wieder das allerletzte, Junge. Du sagst, ich bin schuld daran, wie andere Menschen sich verhalten. Ich gebe niemandem die Schuld für mein Verhalten. Gebe ich definitiv niemandem die Schuld. Ich habe genug Fehler in meinem Leben gemacht. Aber wenn Leute hierher fahren, ist das nicht mein Verhalten, sondern deren Verhalten. Und genau das ist der feine, aber kleine Unterschied. Vielen Dank übrigens an Mohn für die... Also ganz ehrlich, du kannst mich nicht verantwortlich machen für das Verhalten von anderen. Ich kenne auch viele Adressen von irgendwelchen YouTubern, Streamern, Zuschauern, Leuten, die mich interessieren, Hatern, die ich hasse oder die ich... Naja, was heißt hasse eigentlich nicht? Aber die ich halt nicht mag. Abgesehen davon, dass ich niemanden hasse, nebenbei bemerkt. Aber so, es gibt genug Hater, die ich nicht leiden kann. Und es gibt genug Hater, bei denen ich vor der Haustür stehen könnte. Ne? Allen voran der gute alte Affenkeks, der letztes Jahr hier die Scheiße gebaut hat. Genau vor einem Jahr. Mit seinem komischen Fuzzi da, mit seinem komischen, wie heißt der, Alf oder so. Mit dem komischen Fuzzi da. Also ganz ehrlich, Leute. Gebt mir nicht immer die Schuld für euer Fehlverhalten oder für das Fehlverhalten der Hater, weil ich bin definitiv nicht derjenige. Ja, derjenige, macht euch drüber lustig. Da hinten hängt eine Frankenfahne. Ich bin Franke mit Leib und Seele, das werde ich immer bleiben und Etzeler werde ich das auch so bleiben lassen. Ihr Idioten. Wie auch immer, ich bin nicht der, der hier die Scheiße baut. Ich bin nicht der, der hier den Müll macht. Ich bin schlicht und ergreifend derjenige, der Videos macht im Internet. Keiner von euch ist gezwungen, die zu schauen. Keiner von euch ist gezwungen, die in irgendeiner Art und Weise hier real werden zu lassen. Ich habe noch nie jemanden real angegriffen oder physisch oder sonst irgendwas, ohne dass mich jemand provoziert hat. Mein ganzes Leben lang nicht. Und das wird sich auch niemals ändern. Weil im Gegensatz zu anderen Menschen, ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich auch weiß, wo meine Fehler liegen. Und ich versuche, diese Fehler, soweit ich kann, auszuräumen. Anders als die Leute, die immer wieder hierher kommen. Wie war das mit Affenkeks? Der kam 2016, der kam 2017, der kam 2018, sogar zweimal. Ganz ehrlich, ein absolut asoziales Verhalten. Und das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Der andere Kasper, wie heißt der? Der komische Alf oder wie der im Internet genannt wird. Der, der mir den Torhammer geklaut hat. Der, der mir mein T-Shirt zerrissen hat. Der blöde Sack. Der Typ, der ist schon zum 10. Mal oder was hier gewesen im Ganzen. Ja? Du willst mir was erzählen davon, wie andere Menschen sich verhalten und ich denen die Schuld gebe. Ich gebe ihnen nicht die Schuld, wenn ich etwas tue. Ich gebe ihnen die Schuld, was sie tun. Und das ist ein Fehlverhalten, das definitiv nicht normal ist. Und du sagst, es wird immer solche Menschen geben. Warum wird es denn immer solche Menschen geben? Weil es immer Menschen geben wird, die schlicht und ergreifend nichts dagegen tun. Ich aber tue was dagegen. Ich versuche, was dagegen zu machen. Ob es ein Aufruf ist, dass ich versuchen will, dass man auch Gesetze mal dafür macht. Wir brauchen Gesetze gegen Mobbing, gegen psychische Misshandlung. Wir brauchen Sachen, die da dagegen stehen. Und die Politik muss den Arsch hochkriegen. Das kann man anders nicht ausdrücken. Die muss den Arsch hochkriegen. Die muss dafür Gesetze machen. Die muss dafür was machen, dass Mobbing abgeschafft wird. Und zwar nicht nur im realen Leben, sondern auch in den Schulen. Vor allem in den Schulen. Denn da fängt diese ganze Scheiße von vorne an. Und da ist das Erste, wo die Leute Probleme haben. Ja, du brauchst mir nicht erzählen, was hier Fakt ist, was hier Sachen ist. Ich weiß seit 6 Jahren, was hier Fakt ist. Denn ich lebe dieses Leben. Im Gegensatz zu dir habe ich also mehr Plan davon. Du brauchst also nicht hier die Fresse aufreißen und einen dicken Max markieren. Abgesehen davon, dass du ein ganz kleiner Max bist. Ja, du erzählst mir hier Story vom Pferd, Alter, und hast selber keine Ahnung, wie man reitet. Ganz ehrlich, Junge, lass es einfach bleiben. Das ist das absolut letzte Verhalten, was ich hier in meinem Stream oder in meinen Videos oder in meinem Leben haben möchte. Menschen wie du sollten ohne Scheiß... Nee, sage ich jetzt nicht, weil es wäre echt... Nee, das wünsche ich auch niemanden. Aber dein Verhalten ist hier echt das allerletzte. Und du brauchst dir nicht irgendwo jetzt auf dicken Max machen, ja? Ich bin nicht der, der die Leute hierher lenkt. Ich bin nicht der, der ihren Körper kontrolliert. Ja, wäre cool, wenn ich solche Fähigkeiten hätte, wäre cool, aber dann würde ich die rumdrehen lassen und wieder nach Hause gehen lassen. Wobei, nach so vielen Jahren würde ich wahrscheinlich ganz andere Sachen mit denen anstellen. Aber das ist wieder eine andere Story. Ja, also erzähl mir keine Story vom Pferd hier. Ja, das ist totales asoziales Verhalten. Du bist definitiv der letzte Mensch, der mir irgendwas zu sagen hat in der Richtung. Also lass es einfach bleiben. Junge, Junge, Junge. Wie kann man so asozial sein?
Ich habe auch so eine Soda-Maschine, müsste ich auch mal wieder verwenden. Ich muss mal kurz wo anrufen. Tut mir leid, dass ich jetzt abwesend bin die ganze Zeit, aber gerade ist ziemlich viel los bei mir. Kranker Scheißdreck hier. Es regnet. Eine Sache bringt mich immer noch zum Lachen, wenn die Hater immer noch glauben, ich bin Jungfrau. Wir haben schon viele Lügen erzählt, aber das ist einfach nur dumm. Und so ein kranker Drecksack schickt mir irgendwelche Bilder an oder Videos, irgendwelches Kinderpornozeug. Ich habe schon die Polizei weitergeleitet. Ey, ganz ehrlich, was ist das für ein asoziales Verhalten, Alter? Uah. Das ist total krank, Mann. Lass diese Scheiße. Pass lieber auf, dass dich die Klippe nicht erwischt, Alter. Angezeigt habe ich dich schon. Pisse, Alter. Das ist echt unfassbar vernünftig. So ein asoziales Verhalten verstehe ich einfach nicht. Muss glücklich sein, das ärgert die Hater am meisten. Wir reden nochmal, wenn dir so eine Scheiße passiert, ob du dann glücklich bist. Ich bin für gewöhnlich viel öfter glücklich, als man in meinem Stream sieht. Aber heute ist mir einfach nicht danach. Ja, erst einmal, sonderlich viel sauber machen brauchst du nicht eigentlich. Das da hinten ist nur Zeug, wo rumsteht, das gehört bloß weggeräumt und das war's eigentlich. Küche, Badezimmer ist sauber, das habe ich aufgeräumt heute. Nee, gestern. Schlafzimmer habe ich auch aufgeräumt. Habe ich alles vor meinem Geburtstag noch gemacht. Kleiner ist ungefickt. Das fand ich immer noch lustig. Vor allem, wie diese. Vor allem, was ich am lustigsten finde an der Aussage? Dass die das so ernst nehmen, dass die das so ernsthaft glauben, dass die wirklich glauben, dass es so ist. Das finde ich einfach nur lustig. Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ich kann das nicht ausblenden, das ist allgegenwärtig. Das ist nicht ausblendbar. Also ich hoffe eigentlich schon darauf, dass die nächsten 30 Jahre erfolgreicher werden. Ich muss noch ein Bier holen. Da sind ja bloß noch zwei Flaschen da. Kartoffelbrei. Erstens habe ich keine Zwiebeln und zweitens mag ich keine Röstzwiebeln. Was ich noch gerne hätte, wären Buletten. Bei uns heißen die ja nicht Buletten. Aber wenn ich die jetzt wieder nenne, wie sie bei uns heißen, dann weiß wieder keiner, was ich meine. Ach, das ist von Maxim gewesen, genau. Da war ja was. Ich glaube, die meisten Menschen wissen auch gar nicht, was eine simple Umarmung überhaupt aussagen kann. Das ist auch richtig, richtig heftig. Ich denke, den wahren Wert einer einfachen Umarmung kennen nur diejenigen, die darauf verzichten und die das selten erleben. Dieses arrogante Verhalten kann ich echt nicht mehr lange ertragen. Wer sagt euch, dass ich keine Real-Life-Freunde habe? Ha? Was ist denn das für eine arrogante Aussage? Ihr habt doch keine Ahnung von meinem Real-Life. Ihr wisst nur das, was die Hater euch zeigen oder ihr von mir selber erfahrt. Und das sind vielleicht 5 Stunden am Tag meines ganzen Lebens. Wo ich wie viele Tage im Jahr habe? 365? Wie viele Monate? 12? Wie viele Jahre? 30? Ihr habt nicht die geringste Ahnung von meinem Privatleben und ich bin auch froh darüber. Mein Problem ist weniger, dass ich wieder Freunde brauche, sondern eher, dass ich versuche, die ganze Welt davon zu überzeugen, dass Hass scheiße ist und dass man gegen Hass was machen muss. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf Gurken. Blöd, dass ich keine Gurken da habe. Vielleicht soll ich doch wieder mit dem Training anfangen. Alexa, schalt Nebel an. Alexa, schalt Nebel an. Habt ihr es jetzt langsam mit eurem WhatsApp genervt, ihr Asozialen? Wie lange muss ich euch jetzt noch blocken, dass ihr alle mal die Fresse haltet? Hört bitte auf. Wenn ihr die ganze Zeit sowas sagt wie ja, noch mehr Abos, noch mehr Likes, noch mehr Dinge und so weiter, dann heißt es hinterher wieder, ich würde dauernd betteln. Darauf habe ich keinen Bock. Wer es machen will, der soll es machen. Wer nicht, der soll es lassen. Ganz einfach. Es mag sein, dass ihr mich nur unterstützen wollt, aber die anderen, die werden mir dann immer vorwerfen, dass ich battle, obwohl ich keinen Scheiß sag. Aber es sollte kein Mittelfinger sein. Es war bloß, weil ich hier mit dem. Ja.
wird man sowieso wieder strikt rausgeredet, was soll's. Alexa, schall das Studio auf lila. Alexa, schall das Studio auf lila. Alexa, schall das Studio auf lila. Scheiß auf die BLM. Nee, Schnee von gestern ist es nicht. Wenn ich weiter auf den Chat eingehe, werde ich wohl ziemlich hohe Strafen zahlen dürfen. Ist mir mittlerweile aber scheißegal, weil wenn ich nicht auf den Chat eingehe, verdiene ich keine Kohle. Außerdem ist auf den Chat eingehen schon das traditionell geschaltete Inhalt. Na, ich bezweifle es. Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Hab ich gesagt, du sollst es ausschalten? Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Hab ich gesagt, du sollst es einschalten? Ich sagte lila. Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Fick dich, klar unterstützt es das. Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Arbeitszimmer unterstützt Fick das dich, einen Scheiß unterstützt es nicht. Blöde, elendige Drecksau, Alter. Was soll denn diese hässliche Scheiße schon wieder? Unterstützt es nicht, dass ich nicht lache. Dass diese Apps immer so ewig dauern, bis sie an sind, Alter. Ich muss mich verarschen, was soll denn der Quatsch hier? Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Arbeitszimmer unterstützt das nicht. Fick dich, das unterstützt es freilich. Warum geht's dann, wenn's ich mach? Wenn ich's manuell mach? Hä? Müssen wir es erzählen? Blödes Drecksau-Scheißding. Also ich behandle meine Maschine eigentlich an sich ganz gut, wenn sie sich auch benehmen, wenn sie auch das Zeug machen, was sie sollen. Weil es geht immer und dann irgendwann geht's mal plötzlich nicht aus irgendeinem Grund, der Quatsch ist. Sorry, aber ich hasse Fußball. Gut, dann bin ich ein Fetter, was auch immer. Aber du bist geblockt. Um ehrlich zu sein, würde ich jetzt mal begrüßen, wenn IBI oder LBI mal nicht so auf Manager machen würde hier. So ein Quatsch. Ich bedanke mich für meine Sachen schon selbst. Dankeschön für deine Unterstützung. Aber ich brauche keine Hilfsschritte. Wenn ihr jetzt dann aufhört, über Cosmo zu reden, fliegt jeder, der darüber redet. Ignoriert den Spasti einfach. Wenn ihr ihn dauernd erwähnt, dann wird er nur geiler drauf. Also ignoriert's einfach, Braster. Der kriegt sein Pferd ohnehin schon ab. Den werde ich noch richtig auf die Schnauze hauen. Das weiß er nur noch nicht. Und nein, ich meine damit nicht, dass ich ihm physisch wehtun werde. Ich meine genug mit angeschaut. Der kriegt sein Fett schon noch ab, keine Sorge. Der hat nur noch keine Ahnung davon. Das geht auch für die anderen. Regenbogen schaffen, Red TV habe ich auch überlebt. Ihn werde ich auch schaffen. Gerechtigkeit. In unserer Welt, du lebst in der falschen Realität, Junge. Wenn du Gerechtigkeit suchst, bist du auf dem falschen Planeten. Alexa, schalte das Studio aus. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze mit dem Streamer mal. Ich habe heute noch ein bisschen was anderes vor und würde eigentlich auch jetzt gerne meinen Abend langsam aber sicher mal beenden, zumindest was das Online angeht und den Stream angeht und Videos und Getöns und Gemache und Getue und was weiß ich alles. Ich würde jetzt gerne dann meinen Abend noch ein bisschen genießen. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Haut rein, macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande. Benehmt euch anständig, genießt euer Wochenende. Habt jetzt ein schönes langes Wochenende. Was heißt lang? Naja, ist auch nicht länger als sonst. Na gut, dann wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen, schönen guten Abend. Haut rein, euer Drache. Ade, bleibt schön. Metal, Leute, ciao!